Liebe Geschwister im Herrn Jesum Christum, eine interessante Frage. Wie muss man verflucht in Josua 6, 26 erklären in Bezug auf Jericho? Dazu auch die Bibelstelle in 1. Könige 16, 34. Ich lese den Text: Und die Stadt und alles, was darin war, verbrannten sie mit Feuer, nur das Silber und das Gold und die irnen und die eisernen Geräte legten sie in den Schatz des Hauses Jehovas. So ließen ja Josua Rahab die Hure und das Haus ihres Vaters und alle ihre Angehörigen am Leben. Und sie hat in der Mitte Israels gewohnt bis auf diesen Tag, weil sie die Boten versteckte, welche Josua abgesandt hatte, um Jericho auszukundschaften. Und Josua beschwor, verpflichtete das Volk durch einen Eid in selbiger Zeit und sprach: Verflucht vor Jehova sei der Mann, der sich aufmachen und diese Stadt Jericho bauen wird. Mit seinem Erstgeborenen wird er ihren Grund legen und mit seinem Jüngsten ihre Tore aufstellen. Und das meint mit um den Preis seines Jüngsten. 1. Könige 16, 34. Und Jehova war mit Josua und sein Ruf verbreitete sich durch das ganze Land. Dann habe ich hier die erste Antwort von William MacDonald eingestellt. Und dann die von Martin Kolb, die lese ich vor. Und die Stadt und sie alles, was darin ist, soll dem Jehova ein Bann sein. Nur Rahab, die Hure, soll am Leben bleiben. Sie und alle, die bei ihr im Haus sind, weil sie die Boten versteckt hat, die wir ausgesandt haben. Ihr aber hütet euch nur vor dem Verbannten, damit ihr nicht verbannt noch vom Verbannten nehmet und das Lager Israels zum Bann macht und es in Trübsal bringt. Und alles Silber und Gold samt dem kupfernen und eisernen Gerät soll Jehova heilig sein. In den Schatz Jehovas soll es kommen. Auf Jericho ist der Bann von Jehova. Achan hat sich nicht daran gehalten. Josua hat mit der Aussage des Verfluchens nur das weitergeführt, was Jehova mit Bann gemeint hat. Und dann eine längere Datei über dasselbe Thema von Thomas L. Constable. Das lasse ich jetzt vorlesen und ich höre dann gerne, ob ihr es lieber mit der Computerstimme hört oder ob ich es vorlese. Im Herrn Jesum Christum wünsche ich euch einen guten Tag. Auch studiert das mit Josua 6, 26, 1. Könige 16, 34. Es ist wirklich sehr wichtig und interessant. Im Herrn, guten Tag. Hier will ich folgen, wohin.